Des einen Himmel, des anderen Hölle. Servicetechniker im Windrad. Wenn man hier diesen geilen Ausblick hat, wenn man mal oben aus der Dachluke guckt, und das ist schon spektakulär. Ein Job für Männer mit starken Nerven. Hochseilgarteninspektion zwischen Himmel und Erde. Eine Schraube kann definitiv runterfallen. Ein Job für Männer ohne Höhenangst. Fensterputzen für Fortgeschrittene. Die Fassade der Elbphilharmonie braucht Pflege und schwindelfreie Männer. Bei Starkwind hast du denn noch mal so viel, du warst auf einem Segelschiff. Man ist halt immer am Wetter ausgesetzt. Europaweit drehen sich die meisten Windräder in Deutschland. Sie müssen gut gewartet werden, wenn sie 20 Jahre oder länger Strom produzieren sollen. Diese Aufgabe übernehmen Servicetechniker. Medelby, direkt an der deutsch-dänischen Grenze. Dennis Tetens und Martin Vogler haben den Auftrag, hier heute ein Windrad zu inspizieren. Wer war jetzt hier Betreiber? Denk an Wolf. Denk an Wolf. Ja, dann rufe ich die jetzt an. Ja, sehr gut. Wunderbar. Ich melde uns einmal an im Windpark Medelby-Jadelund an der 30621. Ja, da machen wir heute einmal die Jahreswartung. Genau. Gut, angemeldet sind wir. Ne? Dann können wir zusammenpacken. Der Betreiber verdient kein Geld, wenn das Windrad steht. Deshalb wird er informiert. Nicht alle Betreiber warten ihre Anlagen selbst. So ist es auch hier. Dennis und Martin arbeiten für einen Dienstleister. So, da haben wir uns jetzt mit ausgerüstet und dann können wir die Arbeiten starten. Ne? Gut. Ja, dann lassen wir die Anlage mal stoppen. Ne? Ja. Die Wartungsarbeiten können nur stattfinden, wenn das Windrad steht. Im Fuß des Turms schaltet Dennis das Windrad aus. Jetzt ist die Anlage ausgeschaltet und wir können starten mit der Arbeit. Dann ändere ich hier nochmal das Schild als Hinweis. Nicht, dass jemand sie unwissend wieder in Betrieb nimmt. Und natürlich gibt es weitere Vorgaben zur Sicherheit. Also angefangen bei den Sicherheitsschuhen, die sind auch ein bisschen höher, dass wir nicht umknicken können. Gerade weil es draußen auch manchmal uneben sein kann, mit Schlaglöchern oder bei der Treppe auch angefangen. Dann haben wir unsere Schutzbrille auf, wir haben den Helm auf gegen herabfallende Teile und wir können unseren Gehörschutz runterklappen. Bei Arbeiten, die ein bisschen lauter sind, ist das ganz angenehm. Der Techniker muss noch einmal zurück zum Servicewagen. Das ist jetzt so ein Hydraulikaggregat. Damit erzeugen wir gleich einen Hydraulikdruck und haben einen Hydraulikschrauber, der die Schrauben anzieht. Denn das Drehmoment, was wir gleich benötigen, das kann man nicht mehr mit Muskelkraft aufbringen. Und dafür benötigen wir das Gerät. Schraubenzieher in groß. Bei den Schrauben handelt es sich um Metallbolzen, die die einzelnen Segmente des Turms zusammenhalten. Zum Glück für die beiden müssen sie nicht ihr ganzes Equipment hinauftragen. Zu ihrem Material gehört auch eine Sicherheitsausrüstung. Nicht ohne Grund. Wir absolvieren da jedes Jahr ein Höhensicherheitstraining. Da lernen wir speziell, wie wir uns gegenseitig retten können von der Anlage im Notfall. Wenn einer in der Leiter sich irgendwie was tut, wie wir den da wieder runterkriegen können. Sie müssen an jede Eventualität denken. Ich nehme jetzt noch zwei Funkgeräte mit. Die sind dazu da. Ein Funkgerät werden wir unten in den Turmfuß legen und das andere Funkgerät nehmen wir selber an Mann mit hoch. Und wir haben zusätzlich hier noch im Auto einen zweiten Anlagenschlüssel. Es gibt nämlich Anlagen, da ist das so, wenn wir die Tür zuziehen, dann ist sie hinter uns auch zu, dann kommen wir von außen nicht mehr rein. Im Notfall wäre das so, dass dann das Rettungsteam, was hier ankommt, die Scheibe vom Auto einschlagen kann hier, sich den Schlüssel nimmt und in die Anlage reinkommt. Das wäre sonst gar nicht möglich. In der Anlage liegt dann das Funkgerät unten und die können uns dann erreichen. Auf geht's. Dennis und Martin haben Glück. Dieses Windrad ist innen relativ komfortabel ausgestattet. Ja, das ist unsere Befahranlage. Umgangssprachlich könnte man da auch Fahrstuhl zu sagen. Damit können wir jetzt die Anlage hochfahren. Dann brauchen wir die Anlage nicht besteigen. Und da können wir mit zwei Mann hochfahren, können auch unser Material damit transportieren. Die fährt ein paar Meter pro Sekunde, also die ist sehr langsam. Also man fährt so ungefähr gute fünf Minuten, wenn man jetzt hochfährt. Mit engen Räumen darf man hier während dieser Zeit allerdings keine Probleme haben. Neben dem hautnahen Körperkontakt zeichnet sich diese Fahrstuhlfahrt
auch noch durch eine zusätzliche Sicherungsanforderung aus. Das ist so quasi unsere Rettungsleine, kann man dazu sagen. Also wenn wir hochfahren, schlagen wir uns hier oben ein. Das ist ein Sicherheitsbügel. Das ist im Notfall, falls man jetzt mal ohnmächtig werden sollte oder man klappt hier zusammen in der Befahrenlage, dann ist die Chance, wenn man gerettet werden muss, muss man die Tür hochmachen, dass man da rausfällt. Die ist halt nicht mehr gegeben. Ne? Man ist hier halt gesichert und es kann so in dem Sinne nichts passieren. Gut gesichert geht es auf die erste Ebene. Man hat die Gefahr natürlich im Bewusstsein, muss man ja auch haben. Aber es ist jetzt nicht, dass man ängstlich ist oder so, weil ja, das gehört immer zum Job dazu. Wir haben unsere Vorkehrungen, dass wir sicher arbeiten können, wissen, wie wir uns retten können im Fall der Fälle. Und von daher ist das täglich Brot. Ein nicht ganz gewöhnlicher Klettergarten südlich von Würzburg. Okay, da gehen wir erstmal raus. Jo. Gunter Schuppe und Mike Wendorf machen sich bereit für den Aufstieg in den Frankenturm. Einer Kletteranlage, die nicht zwischen Bäumen, sondern Stahlträgern hängt. Also wir machen Inspektion für die Anlage. Die ist jährlich. Also jährlich machen wir die. Und jetzt schauen wir jede einzelne Station durch. Also die ganzen Elemente, die drin sind, das Holz, ob sich das verwunden hat zum Beispiel oder ob an den Stationen bei den Netzen zum Beispiel, alles verschiedene, unterschiedliche Materialien und die checken wir nach, um dem Kunden auch ein gutes Gefühl zu geben und für uns natürlich auch zu wissen, was können wir eventuell verändern, wenn irgendwas wäre. Hier ist es sehr windlastig, da muss man schauen, ob sich viele Stationen verwunden haben, dass sich die Seile verdreht haben, wenn dann was Hängendes darin wäre, schwere Sachen. Dann könnte es sein, dass das Stahlseil leidet, deswegen checken wir das eigentlich. Also ich finde es immer noch das beste System, Clickit. Also hier mit dem Magnetflusssystem, das ist eine geniale Erfindung. Wie alt ist es jetzt? 2 Jahre? 2 Jahre, okay. Genau. Also war bisher alles okay. Musst halt ab und zu halt am Fahrrad musst du einfach die Luft nachpumpen, weil sonst haben sie dann das Schwierigkeiten. Das ist aber bei dem zu Hause auch. Ja, genau, das Gleiche. Als Angestellter der Herstellerfirma Kristallturm baut Mike Wendorf solche Klettertürme mit auf und überprüft sie auch in regelmäßigen Abständen. Und da wäre echt eine Leiste vor, ganz gut, ne? Weil manchmal, die sind ja immer auf eine bestimmte Weise gedreht. Und wenn du jetzt die Seite hast, passiert das nicht, ne? Ja, mach mal eine Winkelschiene hin. Sinnvolle Tipps vom Hochseilgarten-Experten. Bei dieser Station ist es so, dass diese Rollen verstellbar sind, weil Holz, wenn es trocken wird, schwindet. Jetzt habe ich nur nachgeschaut, ob die Schrauben alle noch am richtigen Platz sind, alle fixiert sind, ob sich irgendwas verbogen haben sollte. Das würde durch Manipulation zum Beispiel funktionieren, wenn jemand sich hier gegenstellt und dagegen tritt. Ist hier nicht der Fall. Den ganzen Winter über war der Frankenturm geschlossen. Gunter? Gunter? Hier sammelt sich das Wasser in den Fächern ja auch. Dann komme ich mal zu dir. Komm mal zu mir. Gunter Schuppe ist leidenschaftlicher Kletterer. Vor 2 Jahren hat er diesen freistehenden Hochseilgarten errichten lassen. Mike Wendorf gehörte damals zum Aufbauteam. Aus Sicherheitsgründen darf Gunter den Bohrer nicht in der Hand, sondern nur mit einem Seil gesichert zu Mike auf die Plattform bringen. Mehrere Löcher im schwebenden Ruderboot sollen für den raschen Abfluss sorgen. Soweit der Plan. Also eigentlich mache ich die dann in die beiden Fächer. Weil das ist echt schade drum, wenn das immer da drin steht. Ne? Müssen wir aber wahrscheinlich echt mal putzen, weil hier hinten hast du auch gesehen. Aber was es ausmacht? Haha! Getriebe kaputt gemacht. Mm-mm. Doch, kannst du den ersten Gang benutzen? Ja, geht nur der erste Gang, wirklich. Echt? Momentan. Momentan. Das lassen wir mal lieber. Der ist nichts. Weißt du aber erstmal Bescheid, ne? Ja. Also die vier noch. Ja. Und dann mal durchreinigen, aber in Graden. Dankeschön.
Mach ich. Hier muss also Gunther ein wenig nacharbeiten. Sicherheit wird, wie bei jedem Kletterunternehmen, auch hier großgeschrieben. Also wir haben zur Materialsäcke für Werkzeuge, hatten wir ja für, also da kann ich reinpacken, was ich brauche. Schwerere Sachen werden sowieso mit einem Seil befestigt und vom Boden aus nach oben gezogen. Oder man lagert, wenn die Anlage gebaut wird, mit einem Kran auf den Podesten. Und dann muss es immer gegengesichert werden. Also es ist auch so, dass wir, wenn wir das aufstellen, dass es nicht so ist, dass wir, wenn eine Station oben liegt, ungesichert irgendwo liegen bleibt. Entweder wird eingebaut oder fixiert. Eine Schraube kann definitiv runterfallen. Die Grundform der Anlage ist vorgegeben. Die Art der Stationen variieren. Mike checkt nicht nur die Funktionalität der Elemente, sondern auch die Festigkeit der Grundstruktur. Da gibt es dann auch diese Schraubenmarkierung. Das ist für uns ein Zeichen, dass wir es getan haben. Bei so vielen Schrauben könnte es schon sein, dass mal eine vergessen wird. Aber keine Schraube, die nicht angezogen ist, wird markiert. Und dann sehen wir es selbst. Und es ist auch eine schöne Sicherheit für uns noch mal extra, dass der TÜV noch mal drüber schaut. So eine freistehende Anlage ist von allen Seiten windanfällig. Bei den Windlasten hast du das mal gemerkt, dass sie irgendwann angefangen haben zu vibrieren, die Druckrohre? Das Einzige ist natürlich die Slackline, die hüpft und macht nur Sound, aber ansonsten... Die kriegst du nicht fester. Gibt's so überhaupt gar nichts, merkst du nichts. Ich meine, wie mit den Weintrauben drüben, die Kletterstation, naja, das zieht sich halt immer und pendelt, ne, extrem. Also da muss man mal gucken, ob wir da irgendwann mal nachschauen und das verändern, ja, dass wir sie fixieren. Also wie gesagt, da könnte man ein Seil unten reinspannen. Ja. Dann schwingen die nicht mehr. Bist du hier durch oder? Hatten wir ja schon. Alles klar, gehen wir hoch, oder? Ja. Hamburgs jüngstes Wahrzeichen, die Elbphilharmonie. An seiner höchsten Stelle misst das Konzerthaus 110 Meter. Dreimal im Jahr müssen die Fenster gereinigt werden. Ein Knochenjob für spezialisierte Höhenarbeiter. Um Passanten vor eventuell herabfallendem Werkzeug zu schützen, sperren die Industriekletterer den Bereich vor dem Konzerthaus ab. Karl Pollack ist Teamleiter der Industriekletterer und reinigt schon seit 2017 die Fenster der Elbphilharmonie. Ein Materialfehler kann zum Absturz führen. Umso wichtiger, dass der Höhenarbeiter seiner Ausrüstung vertrauen kann. Sehr. Das wird auch jährlich einmal geprüft. Und nee, klar, das läuft ja täglich durch meine Hand. Ich gucke mir das an. Wenn da Beschädigungen dran wären, dann wird es ausgetauscht. Nee, da ist natürlich vollstes Vertrauen drin. Seit den 30er Jahren gibt es Seilsicherungen. Heutzutage Pflicht, ein redundantes System mit Arbeits- und Sicherungsseil. Wir haben ein mitlaufendes Sicherungsgerät. Das kommt auf mein zweites Seil. Das ist das Backup. Dann habe ich zwei Abseilgeräte. Ich habe eine Handsteigklemme mit einer Fußtrittschlinge, um mich halt nach oben zu bewegen, wenn ich im Abseilgerät bin. Und um mich oben auch auszubauen von der Motorwinde aufs Seil. Dann habe ich noch eine Trittschlinge zur Rettung, dass man Kollegen halt retten kann, falls es mal der Fall sein sollte. Und hier einen Glassauger, der dient halt, um uns an der Wand zu fixieren. Anders als im beginnenden 20. Jahrhundert sind Unfälle heute selten. Eine Gefahr für Höhenarbeiter, das sogenannte Hängetrauma. Ein Schockzustand, bei dem der Seilarbeiter bewegungslos im Seil hängt. Das Blut sackt in die Beine, bei der Rettung besteht die Gefahr eines tödlichen Kollaps. Die meisten Industriekletterer haben eine handwerkliche Ausbildung. In ihrem Job müssen sie aber Allrounder sein. Es gibt bestimmte unangenehme Aufgaben auf jeden Fall, die man machen muss. Dazu gehört zum Beispiel Kesselreinigung im Kraftwerk. Dann ja, Fensterputzen mit Abzieher, ist nicht so mein Hobby. Nee, ansonsten liebe ich meine Arbeit. Das ist immer draußen, immer anders, hält mich fit und ja, ist immer interessant.
Diesen Arbeitsplatz lieben die Kletterer. Die Elbphilharmonie ist das höchste bewohnte Gebäude Hamburgs. Selbst für die höhenerfahrenen Seilarbeiter ein besonders herausragender Arbeitsplatz. Wenn man hier neu anfängt, so, wir sind ja dreimal im Jahr hier, dann ist es anfangs schon nochmal, wenn man hochfährt, muss man sich wieder dran gewöhnen, weil so hoch ist man nicht alltäglich, so das normale Alltagsgeschäft. Aber an sich ist es nach 2 Tagen Normalität wieder, ja. Die Industriekletterer arbeiten heute an der Ostseite des Gebäudes. In den vergangenen 2,5 Wochen haben sie die übrigen Fronten abgearbeitet. Das Dach der Elbphilharmonie gilt als ungeeignet, um sich von dort abzuseilen. Deshalb steigen die Experten von unten auf, mit einer motorbetriebenen Seilwinde. Es gibt auch Wetter, da können wir nicht arbeiten, wenn es einfach zu windig ist. Ja, dann fällt es aus. Da scheitert es schon meistens am Seilaufbau, dann, ja, die Seile runterzukriegen. Da haben wir zwar Gewichte zum Ablassen, ja, sind wir aber gerade bei. Irgendwann geht es nicht. Aber also bis, wenn wir hier ankommen, wir haben 10 Meter die Sekunde, dann brauchen wir eigentlich das probieren. Wir arbeiten, also wenn die Seile stehen, arbeiten wir bis 15 Meter die Sekunde. Das ist dann auch schon recht ordentlich, also, aber noch machbar. 15 Meter pro Sekunde, das sind 7 Windstärken. Starkwind. Heute ist das Wetter bislang perfekt. Der Wind bläst nur schwach. Wenn das so bleibt, wird dieser Arbeitstag für die Männer angenehm. Damit Windkraftanlagen möglichst lange Strom produzieren können, müssen sie regelmäßig gewartet werden. In diesem Aufzug stecken die Servicetechniker Martin Vogler und Dennis Tetens. Je nach Anlage müssen sie 65 bis 130 Höhenmeter überwinden. Nicht immer gibt es eine sogenannte Befahranlage. Körperliche Fitness gehört zu den Grundvoraussetzungen für den Job. Auf dieser Ebene muss der feste Sitz der Schrauben geprüft werden. Genau, also haben wir jetzt hier die 60er Schlüsselweite, die wir anziehen müssen. Da haben wir ja einen Drehmoment von 3080 Newtonmeter als Prüfmoment. Und bei dem Aggregat mit dem Kopf haben wir dann ja einen Druck von 280 Bar Hydraulikdruck, den wir jetzt einstellen müssen. Und dann können wir das jetzt erstmal zusammen. Den bauen wir es erstmal zusammen. Genau. Ich verbinde jetzt hier mal die Hydraulikschläuche an dem Hydraulikschrauber selber. Andere Ende kommt als Aggregat. Der Aufbau ist schnell gemacht und nicht der härteste Teil des Jobs. Den beiden geht alles gut von der Hand. Sehr gut. Hörschutz auf, wir sind ein bisschen lauter. Gut. War dir alles gut? Alles klar. Servicetechniker in der Windbranche sind gesucht. Doch zu wenige technisch Versierte ohne Höhenangst bewerben sich bei den Betrieben. Auch Mathe, Physik und Informatik sollten keine Fremdwörter sein. Bisschen fest. Ja. So optisch kann man das nicht wahrnehmen, aber wir ziehen jetzt diese Bolzen mit 3080 Newtonmeter. Das übernimmt für uns dieser Hydraulikschrauber, weil man das von der Hand gar nicht ziehen könnte. So viel Kraft könnte man nicht aufbringen, es sei denn, man nimmt hier einen 5 Meter langen Hebel. Jo. Ja. Und damit kontrollieren wir das Drehmoment von allen Bolzen. Wenn eine lose wäre, würden wir dann ja in dem Moment nachziehen. Und dann würden wir natürlich auch noch die umliegenden links und rechts davon kontrollieren, ob die auch noch fest sind. Gewissenhaft prüfen Dennis und Martin einmal rundum. Super, dann sind die alle fest, haben wir den Flansch geprüft. Das wollen wir jetzt noch markieren und dann sind wir durch, ne? Ja. Auch an die nachfolgenden Prüfer wird gedacht. Und ich markiere jetzt hier den nächsten, das wir hier gezogen haben. Da wir ja alle 2 Jahre die Drehmomente überprüfen, bei 5 Bolzen sind wir dann nach 10 Jahren einmal durch. Und dann würde man quasi wieder von vorne anfangen. Also wenn die sich natürlich lockern würden, würde jetzt bei einem Bolzen natürlich auch nicht die Mühle umkippen, deswegen haben wir natürlich so viele. Aber
nach 10 Jahren würde man natürlich auch wieder den nächsten ziehen und nach 12 Jahren auch wieder. Das geht ja so weiter. Die Windkraftanlage kann ja auch noch länger laufen, auch 20 Jahre laufen. Und durch diesen Wartungsintervall, dass man alle 2 Jahre die Drehmomente überprüft, ist immer sichergestellt, dass die Bolzen fest sind und alles ist gut. Kann da nichts passieren. Dennis muss noch einmal nach unten. Er hat sich mit den Gegebenheiten arrangiert. So mit der Enge ist natürlich auch nicht immer einfach. Da muss man ein bisschen für gemacht sein. Ne? Denn die sind natürlich möglichst schmal konzipiert hier, die Geräte. Damit das nicht so viel Platz in Anspruch nimmt. Aber so in dem Fall habe ich da eigentlich gar keine Probleme mit. Das kann ich ganz gut vertragen. Weil der Fahrstuhl so eng ist, werden die Utensilien, die im Maschinenhaus gebraucht werden, hinaufgezogen. So, das ist unsere Krankiste hier. Und dann packen wir da jetzt unser ganzes Werkzeug und Material, was wir für die Wartung brauchen, rein. Und dann kramen wir das Ganze nach oben. Hier haben wir jetzt noch ein bisschen Material. Hier haben wir so zum Beispiel Fetteimer für die ganzen Lager, die wir da abfetten. Das geht ums Getriebelager, das Generatorlager, Rotorlager. Solche Sachen haben wir da, die gefettet werden müssen. Dafür haben wir so Fettkartuschen oder auch ganze Fetteimer. Davon werde ich noch was mit hochnehmen. Ich mache heute diese Tätigkeit und morgen mache ich wieder eine ganz andere. Und das ist ein bisschen aufregend. Und gerade dann, wenn man hier draußen ist, diesen geilen Ausblick hat, wenn man mal oben aus der Dachluke guckt. Und das ist schon spektakulär und aufregend. Also das, ich gehe mittlerweile echt gerne zur Arbeit. Das ist echt ein super Job. Das ist alles so gepackt, dass da nichts mehr rausfallen kann. So. Und jetzt können wir den Haken von der Kette nehmen, hier oben einhängen und dann kann mein Kollege Martin das einfach hochziehen. Ja. Ich habe die Werkzeugkiste jetzt soweit gepackt. Windkraftfelder zeichnen sich durch viel Wind aus. Der kann beim Hochziehen der Werkzeugkiste hinderlich sein. Geschafft. Bei den aktuellen Windgeschwindigkeiten kein Problem. Das kann sich aber schnell ändern. Wind und Kälte sind auch hier ein Thema. Handschuhe schon, aber wenn man zum Beispiel mit Karabinern arbeitet, zum Beispiel mit Trailer-Karabinern, einmal wie dieser, ist es mit Handschuhen eigentlich eher schwierig zu arbeiten. Aber ich muss das fühlen. Das ist wichtig. Da weiß man ganz genau, wo man anfasst. Safety first gilt im Hochseilgarten immer. Natürlich auch während einer Inspektion. Selbst wenn es die Bewegungsfreiheit einschränkt. Bei mir ist jetzt Redundanz. Und 2 Seile drin, immer im System. Natürlich stört es teilweise, weil man nicht so gut agieren kann. Weiter geht's zur nächsten Station. Ich habe gewartet, dass du vorfährst und dein Okay gibst. Hier hat sich der Stahlseil ein bisschen gelenkt, aber gleichmäßig, glaube ich. Habe ich bisher nichts festgestellt, Mike. Mike sollte jede Schwachstelle finden. Seit 10 Jahren ist er für die Herstellerfirma unterwegs. Die haben sich auch nicht verschoben oder sowas, ne? Da war mal eine, aber die haben wir nachgezogen. Welche? Die zweite hier. Und die haben wir dann nachgezogen, dann war alles in Ordnung. Die Kletterstrecken sind immer gleich lang und setzen eine normale Fitness voraus. Alpinist muss hier niemand sein. Gehen wir mal zu den Trauben, Gunther. Zum Trauben rüber, können wir. Insgesamt gibt es auf dieser Anlage 60 Stationen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Auf seine Trauben ist Betreiber Gunther besonders stolz. Sie stehen für die Heimatverbundenheit des Unternehmers. Jetzt bin ich auch schon 5 Monate nicht mehr gelaufen. Oh. Ganz schön windig heute. Ich schaue jetzt mal nach, wie sich das, genau, ob sich das Seil verdrehen sollte. Also, und besser gesagt, inwieweit. Nee, braucht man ja gar nicht. Das geht ja um die Griffe hier dahinter. Und wenn sie von hier reinkommen und rangreifen können, darum geht es eigentlich. Diese Anlage ist jetzt auf 11 Metern bis nach oben, hat aber auch 2 Ebenen. Wir haben die größte jetzt gebaut, die ist in China. Die ist, wobei in Japan war die erste, die war höher. Auf 4 Etagen, Chinesen nachgezogen, auch auf 4 Etagen. Und
könnte man sogar um eine fünfte noch erweitern. Gut, da fahren wir mal Bobbycar oder wie? Fahr Bobbycar. Ich hoffe nicht, dass dir der Sprit ausgeht. Ich glaube nicht, das haben wir ja extra. Das Bobbycar zieht viele Besucher geradezu magisch an. Ah, hupt noch, wie am ersten Tag. Mikes Interesse ist natürlich rein professionell. Ich hänge zu kurz. Eine andere Attraktion bei Kindern ist ein hängender Tunnel aus Holzlatten. Doch die Schüler strapazieren die Konstruktion. Du könntest natürlich mal rein und dann schwingst du mal, was du gesagt hattest. Okay. Und dann schaue ich mir es nochmal an. Also wenn du magst, kannst du auch probieren, aber ich glaube... Ich muss mal schauen, ob es einzeln auch so funktioniert, weil wenn sie sich da zu zweit reinsetzen, die Schulkinder... Sollen sie ja nicht. Ja, weißt du, man hat überall Auge. Dann setzen sie sich so rein und dann versuchen sie halt immer, am Sicherungssystem zu ziehen. Ja, ich schwing dich mal mit. Ja, schwing mich mal, genau. Und pendeln dann. Aber verändert hatten wir da nichts und das passt genauso. Aber die anstrengendste Aufgabe steht ihnen noch bevor. In Hamburg wollen die Seilarbeiter der Elbphilharmonie hoch hinaus. Die Fenster des 110 Meter hohen Gebäudes müssen gereinigt und nachkontrolliert werden. Für heute haben die Männer einen einzigen Aufstieg mit anschließendem Abseilen geplant. Nur wenige der insgesamt 1100 Fenster liegen noch vor ihnen. Höhenarbeiter müssen topfit sein. Der Job an der Elbphilharmonie ist besonders herausfordernd. Ja, ist schon recht bewegungsintensiv. Ne? Man hat halt so, der Rumpf wird ordentlich beansprucht, man hat ständig wippende Bewegungen und muss das ein bisschen ausgleichen, das Pendeln des Seils. Wir sind es schon gewohnt, denke ich, durch unseren normalen Alltag. Hier ist es dann halt nur noch mal ein bisschen intensiver. Die ersten zwei Tage merkt man dann vielleicht eher was und dann hat sich das aber eingepegelt. Insgesamt müssen Karl und seine Kollegen eine Fläche von 16.000 Quadratmetern reinigen. Die Kletterer putzen die Fenster aber erst auf dem Weg nach unten. Beim Aufstieg schauen sich die Höhenarbeiter die Fenster zunächst genau an und nehmen zum Teil schon kleinere Reparaturen vor. In der Regel kontrollieren wir Silikonfugen und Pressgummis, die unter den Leisten sitzen. Wir kontrollieren die Leisten auf Festigkeiten und halt auch die Scheibe an sich auf Glasschäden. Ob die einen Sprung, ob die Kratzer haben. Und dann haben wir halt Klebezettel, da wird notiert, wo wir uns befinden. Und dann wird das ganze Foto dokumentiert und geht dann an die Baufirma, die das Ding hier gebaut hat und genau die Fassade betreut. Schlägt das Wetter um, kann es für die Höhenarbeiter schnell gefährlich werden. Dann müssen die Männer zügig aus dem Seil. Wenn wir ganz oben an der Kante sind, dann würden wir vielleicht im besten Fall nach oben aussteigen. Dann sind wir halt sofort raus. Und ich weiß nicht, ich glaube in 5 Minuten ist man hier abgeseilt. Das kriegt man schon hin. Höhenarbeiter ist in Deutschland ein eher junger Beruf. Der Durchbruch kam erst 1995, als Künstler Christo den Reichstag mithilfe von Seilarbeitern verhüllte. Für angehende Höhenarbeiter ist eine handwerkliche Ausbildung sinnvoll, aber keine Voraussetzung. Ihre Qualifikation erwerben Berufskletterer in einem 3-stufigen Ausbildungssystem. Höhenarbeiter müssen viele Talente haben. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Position man ist, vielleicht auch. Ja. Aber verantwortungsbewusst sollte man handeln können, ja, in jeder Situation einen klaren Kopf behalten. Nicht voreilig, überhitzt irgendwie Entscheidungen treffen, glaube ich, ist auch wichtig. Und ja, ansonsten halt die normalen Voraussetzungen, die man benötigt, um die Arbeit machen zu dürfen. Ja. Karl hat eine Level 3 Qualifikation und darf Führungsfunktionen ausüben. Los geht's! Attacke! Jetzt kommt die Reinigung dran. Schon beim Bau der Elbphilharmonie wurde der Einsatz von Industriekletterern eingeplant. Trotzdem musste sich das Team in vieles zunächst einfuchsen. Zum Beispiel, was die Arbeit von einem schwimmenden Ponton angeht. Dann gibt's halt so ein paar Sachen, wo ich keinen Kontakt mit hatte als Berliner.
Brandenburger, das ist zum Beispiel die Elbe hier, auch Ebbe und Flut hat. Ne? Das war uns anfangs nicht, da hat irgendwie keiner dran gedacht. Als wir auf der Nordseite gearbeitet haben, wurden die Seile immer kürzer, ne? Als das Ponton dann abgewandert ist. Und dann mussten wir erst nochmal längere Seile besorgen und so. Das sind so Geschichten, die dann, wo man daraus lernt, was sich entwickelt. 52.000 Euro kostet jede Reinigung der Elfi-Fenster. Gut investiertes Geld, denn das komplette Gebäude einzurüsten wäre deutlich aufwendiger. Viele Höhenarbeiter können den Knochenjob nicht länger als bis 50 machen. Für Karl Pollack trotzdem ein Traumberuf, den er so lange wie möglich genießen möchte. Besonders schön, würde ich sagen, ist die Vielfalt, so die Abwechslung. Also zumindest bei mir, das gibt sicherlich Firmen, wo man irgendwo, die auf Sachen spezialisiert sind, sage ich mal, die nur Glasreinigung machen. Das ist bei uns nicht der Fall. Ich bin ja jetzt nicht gelernter Glasreiniger. Viele Sachen nimmt man sich an, die kann man durch andere Fachkräfte beigebracht kriegen, man lernt viel. Man kommt in Ecken, die man sonst nicht sieht, wie aufs Dach der Elbphilharmonie oder irgendwelche Produktionsstätten, finde ich auch immer ganz interessant. Das ist dann immer so ein bisschen wie bei Sender mit der Maus, wenn man dann irgendwie sieht, wie Waschmaschinen zusammengesetzt werden oder Autos zusammengebaut werden, das ist ganz cool. Manchmal ist doch einfach der Ausblick unbezahlbar. Im Windpark Medelby-Jadelund ist Dennis beim Aufstieg nach ganz oben. Ich nehme mir meinen Läufer, mit dem kann ich an der Schiene, mit ich in der Leiter ist hier eine Schiene, da kann ich mich einhängen und zusätzlich in meinem Gurtzeug, wenn ich mich hier einhänge, bin ich gegen den Fall gesichert quasi. Ich kann jetzt so problemlos hochlaufen, auch runter, aber wenn ich zu schnell werde, dann bremst er. Und ich kann dann nicht mehr weiter runterfallen. Ich hänge dann in dieser Leiter, in diesem System. Und so kann ich problemlos den Aufstieg filmen. Ich habe die Anlage auch schon mal wieder im Wind gefahren, gerade eben. Ich konnte das merken, gerade eben. War ein bisschen schaukelig. Geschaukelt, ne? Ja, quer zum Wind. Ist ja doch was immer. Haben wir denn am Wind jetzt momentan? Boah, das hält sich noch in Grenzen. 8 Meter waren da jetzt gerade eben. Ach, ja. Das geht. Ja, das wäre nicht so gut. Ja, wir wollen jetzt unser Ultrasonic ausrichten. Das ist quasi das Gerät, was die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung ja misst. Beides in ein. Und das muss natürlich richtig ausgerichtet sein, damit die Anlage weiß, wo der Wind herkommt. Und die Anlage muss immer richtig gut im Wind stehen. Denn wenn die ein bisschen aus dem Wind abweicht, dann haben wir natürlich Leistungseinbußen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja ordentlich viel Leistung produzieren. Und deswegen. Genau. Dazu haben wir hier so unser Equipment. Damit, das kann man da oben alles anbauen. Und dann können wir da einmal rüberfluchten, ob die Anlage gut steht. Martin klettert als erster auf das Dach des Maschinenhauses. Gut, dann kannst du mir ja gleich die Sachen geben, Dennis. Ja, ich lang das hoch. Gut gesichert und hochkonzentriert macht sich Martin 80 Meter über dem Erdboden an die Arbeit. Runterfallen sollte hier niemand und nichts. Ja, hier setze ich jetzt die Markierung, dass wir wissen gleich, wo wir hinpeilen müssen. Während Martin die Markierung setzt, richtet Dennis die Flügel aus. Ein Augenblick. Jetzt müsste das gleich wackeln. Jetzt haben wir nochmal den Ruder so eingebremst, damit er vernünftig steht. Im V sagen wir dazu, weil das wie so ein V jetzt das ergibt. Die Servicetechniker müssen sich ein wenig beeilen, denn der Wind wird immer stärker. Das reicht wahrscheinlich schon. Jetzt gucke ich hier noch mal rüber. Fluchte zu der Markierung, das passt. Sehr gut. Da haben wir das jetzt ausgerichtet. Per Ultraschall werden hier Intensität und Windrichtung gemessen. Nehmen wir die Haube ab. Teste ich noch mal kurz, ob die Heizung funktioniert. Ne? Und ich merke jetzt schon, dass die Arme warm werden. Diese einzelnen Bügel haben eine Heizung drin. Das funktioniert. Damit wir im Winter natürlich auch den Wind messen können und sich da kein Eis ransetzt. Gut, dann haben wir hier. Ja. Vorhin war der Wind ja noch ein bisschen niedriger. Jetzt wird das langsam mehr. Deswegen müssen wir auch sehen, dass wir hier oben zum Ende kommen und dass wir uns wieder in die Gondel zurückziehen. Auch bei den letzten Metern draußen ist Sorgfalt das oberste Gebot.
Zurück im Maschinenhaus wartet eine letzte Aufgabe. Ja, ich habe sie jetzt aufgestartet, Dennis. Machen wir noch mal Probelauf, ne? Ja. Alles läuft wie geschmiert. Dank der Servicetechniker kann die Lebensdauer der Windräder voll ausgeschöpft werden. Sie leisten so einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Zurück im Hochseilgarten in Eibelstadt in Franken. Mike will Gunther helfen, eine grundüberholte Attraktion wieder in Betrieb zu nehmen. Haben es gut verpackt und gut verschweißt. Es ist ein Höhensicherungsgerät, mit dessen Hilfe sich die Besucher in den Abgrund stürzen sollen, ohne dass ihnen dabei etwas passieren kann. Aber es war ja hier oben auch schon im Regen, ne? Macht dem Zeug ja auch nichts. Ist es das dann von dem Alten gewesen oder wie? Weil das ist eine, da ist ein neues Seil eingebaut, definitiv. Also das ist ja gar nicht von uns. Weil ich habe ihn ja ohne Karabiner. Auch hier. Das ist ja neu gecheckt worden. Und jedes Jahr wird das Seil komplett ausgetauscht. Ja. Und da steht 3,22, also haben sie es dann ein Jahr im März gemacht. Vereinfacht ausgedrückt, es ist eine Kabeltrommel mit eingebauter Bremse. Das ist ein sehr schweres Gerät. Muss da draußen an den Masten. Da sollte man zu zweit arbeiten und das dementsprechend sichern, dass es natürlich nicht nach unten fallen kann. Wo wir es eben hatten mit dem Material, was eventuell nach unten fallen kann. Und das ist auch sehr, sehr teuer. Das sollte man definitiv vermeiden. Wir können aber einen kleinen Check machen, dass ich schon mal, dass du es hier bitte festhältst und genau. Zieh's mal aus. Geht es? Schon schwer, ne? Das geht am Anfang immer ein bisschen schwerer, weil das ja dann immer auf der gleichen Stellung war. Wenn du magst, kannst du schon anziehen. Gunther und Mike sind auf Position. Unten wartet Janis, Gunthers Sohn. Er soll die schwere Trommel per Flaschenzug auf die Plattform ziehen. Ich spitze nicht an. Lass mal das mit dem Aufziehen jetzt anfangen. Musik löst sich nicht so leicht, oder? Gut alte Brusik. Findet immer noch Verwendung. Kannst du es genauso halten? Yep. Auf die Schädel. Unmittelbar vor den beiden geht es 11 Meter in die Tiefe. Janis, du kannst schon entlasten. Danke erstmal. Welche Sicherung? Den kleinen Splint. Den hier. Lässt es erstmal so, mach den Knoten raus und dann schauen wir mal, ob ich es mit der Hand hochziehen kann oder ja. Noch mal nachhelfen musst. Ey, eigentlich hätten wir das so machen können, wir hätten das Seil auch darüber legen können, zu zweit hochziehen. Wäre natürlich einfacher. Ne? Am Ziel sind die Männer noch nicht. Das schwere Abseilgerät muss weiter nach oben. Okay, und ich häng mich raus und drück. Ja. Um die 3000 Euro muss man für die Kletterhilfe investieren. Sie fallen zu lassen wäre also ziemlich kostspielig. Erstmal machen wir ein bisschen Platz. Wie immer doppelt abgesichert, klettert Mike hoch, um das Gerät einzuhängen. Wir lassen den Janis von unten noch ein bisschen mitziehen. Das mal so rum. Und dann kannst du ein bisschen mitziehen. Ein Ausblick, der anderen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Aber wie will er? Wirf's einfach mal mit oben rum. Ach so, dann kann er nämlich mitziehen. Dann haben wir es leichter. Kann weitergehen? Super. Okay. Ja. Also ein bisschen rauslassen wieder. Ganz leicht ein bisschen raus. So, ist gut. So, noch einmal hoch, ne? Ja. Deswegen pass auf deinen Daumen auf. Alles gut. Hoch, hopp. Du ziehst in der falschen. Hä? Also. Mike bleibt cool und sichert die Kletterhilfe mit einem Splint. Splint? Warte noch, Janis, kannst du auslassen? Hast du ihn? Ja, alles gut, mach ich. So. Geschafft. Natürlich soll das Gerät gleich ausprobiert werden. Holen wir es mal nochmal, oder? Gut, probieren wir es mal aus. Bis dann.
Noch weiter? Ja, genau. Beim ersten Mal ist immer ein bisschen komisch. Kommt gerade frisch aus der Fabrik. Deswegen haben wir es auch nach unten nochmal getestet, wie es läuft und so weiter. Aber so sehr hoch ist es nicht. Okay. Die Überwindung aufzubringen, abzuspringen, ist für die Gäste die größte Herausforderung. Mike hat auch gleich einen wichtigen und letzten Tipp für die heutige Inspektion. Günther, da haben wir es dann auch. Ich glaube, du hast zugenommen. Du bist schneller nach unten als letztes Jahr. Ja, ich bin total dick geworden. Da musst du drauf achten, wenn die Leute sich ausklinken. Manchmal ist es ja so, dann helfen sie nach und ziehen es nach unten. Dann kann es passieren, dass da ein Knick reinkommt. Also im Grunde genommen nur hier anfassen lassen, nachziehen, schön locker und dann geht's. Mike Wenthoff geht in seinem Job auf. Ich komme auch aus dem Handwerk teilweise, habe verschiedene Berufsrichtungen gehabt. Lässt sich wunderbar miteinander verbinden. Bin sehr gerne unterwegs. Manchmal auch sehr lange, das kann schon anstrengen, aber da weiß man vorher, worauf man sich einlässt. Strapazen und Spaß. Für Mike eine gute Kombination. Zurück in Hamburg, wo 9 Seilarbeiter die Fassade der Elbphilharmonie wieder auf Hochglanz bringen. Vor allem wegen moderner Großbauten wie der Elfi boomt die Branche. Etwa 3.500 zertifizierte Höhenarbeiter zählt der Berufsverband in Deutschland. Trotz guter Jobaussichten ist aber nicht alles rosig. Die meisten Höhenarbeiter arbeiten selbstständig. So richtig negativ ist vielleicht, war anfangs zu mir als Selbstständiger, dass ich halt viel unterwegs war. So, das hat mich schon gestört, was natürlich spannend sein kann. Aber wenn dann irgendwann Familie ins Spiel kommt, das war dann nicht mehr so toll für mich. Und ja, Wetter ist halt, man ist halt immer am Wetter ausgesetzt. Das ist natürlich auch was Schönes. Ja, weil nach Regen kommt Sonnenschein, das nimmt man dann auch nochmal viel intensiver wahr und ja, ich glaube, das ist es. Das ist schon, was ich machen will. Auf 37 Metern Höhe erreichen die Kletterer die sogenannte Plaza. Mit ihrem Blick auf Norderelbe, Hafen und Innenstadt ein Besuchermagnet für Touristen aus aller Welt. Ab jetzt geht es für Karl ganz schnell abwärts, denn unterhalb der Plaza beginnt der Unterbau aus rotem Backstein. Deutlich weniger Fenster zu putzen als oberhalb des alten Kaispeichers. Nach knapp 2 Stunden im Seil kommt Karl unten an. Wir sind fertig. Er ist zufrieden. Ja, war ein guter Durchgang, war nicht zu windig, Wetter ist super. Alles geklappt. Die letzten putzen noch die Scheiben da unten manuell. Die letzten Arbeiten sind schnell gemacht. Wenig später sind auch die Kollegen wieder unten. Aus Sicherheitsgründen dürfen die Kletterer maximal 3 Stunden am Stück im Seil bleiben. Dann haben sie wieder festen Boden unter den Füßen. Für den Moment ist es ulkig, ja. Bei Starkwind hast du dann noch mal so viel. Du warst auf dem Segelschiff. Das schwankt dann schön. Du liegst dann abends im Bett und eimerst von einer Ecke in die andere. Nach und nach kommen die Kletterer unten an. Sie haben wieder einige der wertvollen Fenster abgearbeitet, von denen jedes einzelne neu 72.000 Euro gekostet hat. Die Höhenarbeiter sind aber noch nicht fertig für heute. Bis zum Feierabend ist noch viel zu tun. Hauptbäume, Seile müssen hochgezogen werden, werden versetzt für morgen schon, angeschlagen, dass wir morgen endlich gleich wieder starten können wie heute. Damit sind die Höhenarbeiter noch einmal eine gute Stunde beschäftigt. Das Umschlagen übernehmen 2 Kletterer auf dem Dach des Konzerthauses. Einmal kommen die Männer noch wieder, dann sind sie fertig. Morgen werden noch mal die letzten 8, glaube ich, letzten 8 Reihen, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, geputzt und dokumentiert und kontrolliert. Und dann werden am Freitag die Gerüste abgebaut, die Schutzmaßnahmen. Am Freitag ist dann Rückfahrt. Und dann haben wir es soweit, ja. Dann sind wir auch noch 3 Wochen durch. Karl ist zufrieden. Und auf den nächsten Elfi-Putz freut sich der Höhenarbeiter schon.